Haben wir ihm jetzt das versaut? Will der auch kämpfen? Natürlich will er. Möchtest du meine Pokémon sehen? Ich weiß nicht, möchtest du meine sehen? Dann zeig ich dir meine Pokémon. Maniac möchte kämpfen und setzt Dragoso ein. Unsere AP reichen aus. Und solange der kein Ruckzuckhieb oder irgendein Monsens einsetzt, sind wir auch sicher. Oder ein Fleckmon. Komm schon, Biss. Volltreffer. Aquaknarre brauchen wir jetzt sowieso nicht gegen den. Oh, Pokémaniac ist besiegt! Nein, meine Pokémon! Ich nehme dir übel, dass du mich besiegt hast. Tja. Bro, so ist es halt. Und jetzt der schönste aller Musiken. Sivscope, mach das Unsichtbare sichtbar. Sivco, kleiner Hinweis. Hey, red doch mit mir. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die Team Rocket auf dem Gewissen hat. Also haben die aktiv Pokémon getötet? Die edle violette Stadt. Glaubst du an Geister? Ja, echt? Hätte ich nicht gedacht. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen? Glaubst du an Geister? Nö. Natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Oh. Diese Stadt ist hier als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Na gut, das ist ja schon mal ganz famos. Komm mal in den Pokémon-Center, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fett. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Na, die habe ich dir doch gerade gegeben, Madame. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm, jederzeit wieder vorbei. Ich habe gesehen, wie Dragosos Mutter vergeblich versuchte, Team Rocket zu entkommen. Team Rocket würde für Gold alles tun. Dragoso trägt auf dem Kopf eine Schädelmaske, man zahlt dafür eine Menge Geld. So, und das ist der Punkt. Knapp eine Stunde, 40 Minuten, wo ich sagen würde, wir machen hier einen kleinen Cut rein. Wir haben einiges geschafft. Major Bob besiegt, den dritten Orden erhalten. Unser Schicki bekommen, zur Shillock auftrainiert. Und jetzt auch noch das Fahrrad abgegriffen, durch den Felstunnel hier nach Lavandia gefahren. Laufen? Beides? Durchgejätet und allerlei Pokémon trainiert. Und Pikachu? Was sagst du? Pika Pika. Gut, dann positioniere ich mich hier noch günstig davor, denn wir werden nachher, oder in der nächsten Session, gleich mal hier... hier reingehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme und auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Ciao. So, heute geht's mal wieder direkt weiter in Lavandia und wie ihr seht, ohne Cam diesmal. Muss ja auch nicht immer sein. Also Pikachu geht's gut und wir starten hier gleich einmal durch und zwar mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. Ich habe meine Pokémon noch geheilt. Kann das sein? Na freilich. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal kurz in den Turm hier. Ich bete für Pipi. Schluchz. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Und es geht weiter hier hoch. Ja. Tja.
Und Cherry wartet schon auf uns, um sich zu duellieren. Wie bei Yu-Gi-Oh! Hallo Claire, was machst du denn hier? Deine Pokémon scheinen ganz gut in Form zu sein. Naja, nach dem Kampf wird das anders aussehen. Na, der ist sich aber siegesgewiss. Nachdem wir ihn eigentlich mal den Arsch versohlen, ist das eigentlich... abstrus. Ach. Vogel-Pokémon und ihre Innie. So. Nochmal ein Biss. Ach, Ibitak, heul doch nicht so rum. Schick mal meine Aquaknarre hinterher. Volltreffer! Ibitak wurde besiegt und Shilok erhält ein bisschen EP. Gut. Sehr sinnvoller gewesen, wenn wir gleich Pikachu eingesetzt hätten, aber... Tja. Wer kann schon in die Zukunft sehen? Und ich spoiler mich auch jetzt nicht mit irgendwelchen Tränen, dass ich mir die irgendwie anschaue. Das wäre ja echt ehrlos. Schutz, na dann. Guck zu Keep. Ein Vulpix. Na, da lohnt sich dann wieder Schluck. Super. Moment. Gerade tatsächlich auf die Maus gekommen und war dann aus dem Fokus von diesem ROM-Emulator draußen. Muss man ja mal machen hier. Na, sondern schauen wir doch mal, was dieser Knosp da ausrichten kann. Wir dürfen ja nicht unsere Pokémon einseitig trainieren, sondern müssen hier auch ein wenig diversifyen hier. Alter Falter. Sandern. Und Evoli. Da darf Pikachu mal wieder ran. Erstmal eine schöne Donnerwelle. Und der Donnerschock hinterher. Stabil. Uff. Na, das war wirklich ein Volltreffer. Aber ruckzuckhieb. Und die Phase ist gelaufen hier. Cherry ist besiegt und wir sind siegreich. Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Ja, das stimme ich dir zu. Wie macht sich dein Pokédex denn, Kumpel? Ich habe kürzlich einen Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später. Na dann. Drehen wir mal tiefer in den Turm vor. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Sylph-Scope, um sie zu erkennen. Ach, das Sylph-Scope. Verschwinde, der böse Geist. Wieso sagen das alle zu mir? Das Nebulok. Mein Geister-Pokémon waren in den Versionen echt harte Gegner. Sind jetzt ein bisschen weniger hart, aber... immer noch ziemlich knifflig. Na.
Panzerschutz? Nee. Der muss nicht sein. Panzerschutz nicht lernen. Puh, der Geist ist verschwunden. Auch meine Freunde waren besessen. Mm-hmm.